Fuck. Nach fast 2 Monaten Sommerferien war es an der Zeit für mich, etwas frische Luft zu schnappen. Wie sich in einem kurzen Blick gen Himmel herausstellte, war es draußen heller als erwartet. Die Insolvenz von Air Berlin versetzte zudem den gesamten Münchner Flughafen in einen desolaten Zustand. Obwohl sie 8,10 Euro für eine Flasche Wasser und ein Fertigmüsli verlangten, konnten sie sich keinen Kammerjäger leisten. Die 2 Sitzplätze neben mir blieben den ganzen Flug über frei. Und anstatt eines Sommerblockbusters wie Transformers 5 The Last Night von Filmlegende Michael Bay, wurde ein Flight Simulator Let's Play ausgestrahlt. Vor dem Start möchten wir Sie nun bitten, Ihre Sicherheit zu achten. Ja! Hey, ich trinke immer Espresso. Oder wie mein Arbeitskollege sagen würde, Espresso. Dann triggert's dich hart. Oh, ich habe mich entschieden, ich nehme keinen. Das ist schon so diese Edding. Ihr verwendet viel mehr von den Dienstleistungen als ich. Ich wusste nicht, was diese 2 Leute in meiner bereits bezahlten Airbnb-Wohnung zu suchen hatten oder warum sie meinen Espresso tranken, aber sie schienen sehr erpicht darauf, mir dabei zu helfen, mein Bett zu machen. Also ließ ich sie bleiben. Oder mein Lieber, kann alles rausziehen. Vielleicht will ich auf der Couch schlafen. Nein! Junge, was? Ah, ich hab's aufgefunden. Das ist wie bei meiner Cousine. Die braucht man nicht, die Kiste. Die braucht. Also da schläft Leonardo, würde ich sagen. Auch dieses Mal hat er sich unten drin versteckt. Erst nach 3 weiteren Airbnb-Mietern wurde er gefunden. Es ist mir bis heute ein Rätsel, wie er das überlebt hat. Babo, hilf mir! Hilf die Schaufel! Ich bin mir klein. Habt ihr keine kleinen Löffel? Du musst alles rausnehmen. Aber nicht klein. Nach der mutwilligen Zerstörung einer Schublade machten wir uns auf den Weg, einen Ersatz zu kaufen. Verblüffenderweise hatten sie beim Mediamarkt keine Schubladen. Okay. Leider hatte der Elektronik-Großhandel Mediamarkt auch keine Videomikrofone auf Lager, weswegen alle Aufnahmen des restlichen Tages nicht brauchbar waren. Wir trafen noch diese 2 netten Herren und luden sie auf ein Eis und einen anschließenden Bummeltrip durch die Haushaltswarenabteilung ein, um neue Kühlschränke zu testen. Ich bekam leider die kleinste Eistüte, aber das war egal, denn ich wusste, das Innere zählt. Und ich hatte Mango- und Kokoseis und das sind gute innere Werte, das sind solide innere Werte. Das ist okay, ja. Als ich mich am nächsten Tag endlich zur Gamescom aufmachen wollte, gab es ein neues Hindernis zu überwinden. Es stellte sich nämlich heraus, dass das Verkehrsnetz der Kölner Straßenbahnen komplizierter aufgebaut ist als gedacht, weswegen ich auch zuerst an der falschen Haltestelle landete. Also da, wo ich herkomme, ist noch alles einfach. Du gehst vor Taustier, dann hast du einen Metzger, wo du dein warmes Leberkass-Semi holen kannst, an der anderen Seite einen Wirt, wo du nach der Arbeit der After-Work-Gosmos trinkst und am Wochenende kannst du dann nur in die Kirche gehen zum Beichten, wenn du am Vortag der Dorf dir eine Daniela wieder mal beim Rohrverlegen kaufen hast. Und das ist alles zu Fuß erreichbar. Schlussendlich habe ich dann doch das Messegelände erreicht. Als erstes stach mir sofort die riesen Promotion-Aktion für den Baustellensimulator 2017 ins Auge. Da hat sich Koch Media wirklich nicht lumpen lassen. Aber irgendwie fehlten die Messe-Babes auf dem Stand. Anschließend traf ich einen der Eismenschen vom Vortag wieder. Dabei stellte sich heraus, dass er eigentlich Zuschauer des Streams ist und ich das gestern gar nicht realisiert hatte. Mir war das so peinlich, dass ich kurzerhand entschlossen habe, ihn etwas herumzuführen. Thank you.
Danach war es Zeit, mich ums Livestreaming-Business zu kümmern. Aber leider verwehrten mir die Menschen am Twitch-Stand den Zugang zur Partner-Lounge und ich wurde mit diesem billigen Sticker mit meinem Namen darauf weggeschickt. Als nächstes wollte ich es beim Twitch-Merch-Stand versuchen und diesen Surprise-Twitch-Pin bekommen. Aber auch dafür musste ich 5 Euro zahlen und das, obwohl ich 8000 Follower habe auf dieser Plattform. Na, wenigstens war Kaparos drin. Es war wohl an der Zeit, neue Kontakte im Business zu knüpfen. Aber da kannst du es leisten. Darauf schaffst du, darauf. Was ist? Ja, Marc? Schaffst du es? Leider habe ich in dieser Situation nicht verstanden, dass Tobi Scharfstellen meinte, sondern dachte, er möchte andocken. Wunderschön. Es war nicht wunderschön. Vielleicht bekomme ich... Ich muss zugeben, ich war etwas neidisch auf dieses Equipment. Die beiden müssen heute Köln bleiben. Ich hätte gerne geantwortet, doch ich war zu fasziniert von diesen Dabbing-Künsten. Doch ich brauchte mehr Fame, also habe ich den Stream eines Twitch-Partners infiltriert. Ich gerne. Meine Mission war erfüllt, also machte ich mich wieder auf dem Heimweg. Dabei aß ich einen Mango-Muffin und habe herausgefunden, dass Mangos nicht in Muffins gehören. Aber jetzt mal Real Talk, das war wirklich die beste Gamescom, die ich je hatte. Ich durfte so viele nette, neue Leute kennenlernen und treffen und es war tatsächlich auch so, dass ich keine einzige Person, die ich in der Woche getroffen habe, vorher jemals im Real Life gesehen habe. Ich war sehr viel mit unterschiedlichen Leuten unterwegs und habe mir einfach mal die Freiheit rausgenommen, davon nicht allzu viel zu vloggen. Ich musste das einfach mal auch für mich selber erleben. Vielleicht bin ich nicht der geborene Vlogger, aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem mit dem Material, das ich hatte, noch ein nettes Video zusammenschneiden. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die ich in dieser Woche kennenlernen durfte, ob Streamer, Zuschauer oder random Personen in der Bahn. Es war wirklich toll, es wäre jetzt eine zu lange Liste, um alle aufzuzählen. Ich versuche in der Beschreibung mal alle zu verlinken, die im Video waren. Dankeschön nochmal fürs Zuschauen und ich freue mich schon auf die nächste Gamescom. Haut rein!